Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Zelda Twilight Princess auf dem Weg zu Prinzessin Zelda, die hier oben auch direkt auf uns wartet. Welche wundervolle Überraschung. Und ich hoffe doch sehr, dass sie uns hier ein bisschen weiterhelfen kann. Midna. Keine Sorge. Alles wird gut. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Link liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt nur retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verratet diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Weißt du, Midna? Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, dann kann ich den Text nicht weiterlesen, weil er zu schnell weg war. Doch so wie es gerade aussieht, hat sich Prinzessin Zelda geopfert. Mitten ihre Kraft gegeben. Wir müssen zurück, Link. Zurück in den Wald von Firone. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Und was ist denn da schon wieder los? Was passiert mit Hyrule? Ja, das war sicher Santo. Dieser Bastard.
Los, Link, auf geht's. Wir haben eine Menge zu tun. Packen wir es an. So, ja. Ebene von Hyrule, die kann uns aber erstmal egal sein. Wir wollen uns teleportieren, und zwar der Wald von Firone. Detail, ja, da. Ne, da mit Sicherheit nicht. Kann ich hier auch nach. Nein! Nein, nein! Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, jetzt bringt ihr uns zum Arsch der Welt, wo wir überhaupt nicht hinwollen. Gut, dann müssen wir uns von dort leider nochmal teleportieren. Ist aber kein Problem. So, ne, hier wollen wir nämlich überhaupt nicht hin. Ja, ich möchte gerne nochmal warpen. So, denn hier möchte ich, glaube ich, hin. In den. Genau. Das ist das Richtige. Und dann geht es in den heiligen Hain. Oh Gott. Ja, der heilige Hain, der. Ach, der ist ziemlich lustig. Wir werden eine ganze Menge Spaß haben. Oh ja, ich werde da eine ganze Menge Spaß haben. Na, egal. Erstmal hinkommen, denn dort gibt es einige interessante Sachen. Und Affen. Es gibt einige interessante Sachen und Affen. Ja. Oh, und es gibt... Was ist das denn schon wieder? Oh Gott. Hässliche, hässliche, hässliche Viecher. Naja. Hässlich ja, aber nicht besonders gefährlich. Aber die werden gleich noch nerviger. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Hinter dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Ja, wir finden das jetzt heraus und gehen da jetzt hin und so weiter und so fort. Und, oh, Kiste. Oh, Pflanze, scheiß drauf. Aber Kiste, schön. Stell dich doch einfach davor. Link, stell dich doch... Okay, dann halt erst das Vieh hier. So, dankeschön. Öffnen, jetzt aber. Ein, was für eine großartige Überraschung, ja. So, jetzt bin ich aber hier dummerweise runtergefallen und dabei wollte ich aber, glaube ich, auch hier lang. So, genau. Wir brauchen nämlich dafür jetzt wieder Midnas Hilfe. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Link? Also, wollen wir uns immer ansehen? Ja, machen wir auch. Zack und zack. Und dann springen wir. Wir kennen das Spielchen aber. Ich glaube, hier geht's. Genau, hier geht's weiter. So. So. Und. Ja, und dann nochmal. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon fast durch. Nein, nicht ganz. Hier müssen wir jetzt noch warten. So, machen erstmal die Viecher hier noch weg. So, ohne Boomerang können wir hier auch leider nichts steuern. Deswegen müssen wir jetzt leider warten, bis sich das hier erledigt hat. Wir kennen das ja bereits aus dem ersten Tempel. So, bitte dreh dich. Dankeschön. Gut, und dann haben wir noch ein bisschen Seilakrobatik, aber das können wir ja verdammt gut. Sagt er und wird mit Sicherheit gleich runtergeschmissen. Okay. Nee, da warten wir auch noch einen. Okay, komm. Ich glaube, das macht zwar von links oder rechts keinen großen Unterschied, aber ist egal. So, und oh ja, wir können die auch wieder heulen. Gerade mal gucken, haben wir sonst noch was? Nö. Gut, meine. Ach Gott, ja, meine ganz große Stärke. Aha, nochmal. Ich schaue es mir jetzt wieder zwei, dreimal an. Oben, dann wieder ganz oben. Dann das, dann Mitte, dann wieder oben. Okay, das sollte soweit passen. Gucken wir doch gerade mal. Gut, also erst oben. Und, naja. Und schon verkackt. Gut. Ja, das zweite war richtig, aber naja. So, was war's? Jetzt habe ich es, glaube ich. Oh, ich hasse es. Ich hasse das verdammte Rumgeheulen. Okay, wir hatten auf jeden Fall oben, das war richtig. Dann war auch direkt unten richtig, danach oben. So. So, und ich glaube dann nochmal so. Nein, verdammt, wie war es denn noch gleich? Moment, also oben, dann unten, dann wieder oben, dann nach unten und dann... Es ist doch fast richtig. Verdammt, das ist ganz, ganz knapp gewesen. Passt aber so nicht. Das passt so nicht. Verdammter Mist. Jetzt, sehr schön. Geht doch. Und dann wiederholen wir das Ganze jetzt nochmal. Diesmal zum Glück mit ein bisschen Hilfe direkt.
runter. So, und dann nach oben. Ja, fast. Ja, ich bin gleich soweit. Einen Augenblick. Jetzt. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Das kennen wir bereits. Gut, die nächste okkulte Kunst dauert allerdings noch ein kleines bisschen, denn wir müssen ja erstmal gucken, dass wir... Wo haben wir es? Ja. Mitten im Wasser, oder was? Hier ist der... Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht, wie wir da hinkommen. Müssen wir dann später mal gucken. Jetzt auf jeden Fall nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier in den Heiligen Hain. Der ist... Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin da kein großer Freund von. Gucken wir gleich mal. Die Belohnungen sind es auf jeden Fall wert, dass es ein bisschen stressiger und nerviger wird, auf jeden Fall. Also danach wird's eine ganze Ecke angenehmer. So, und hier, jo, hier geht's direkt weiter. Der dürfte vielleicht nochmal höhlen. Oh nein. Mitte, oben, unten. Und das zweimal hintereinander, okay. Unten, Mitte, oben, unten. Okay, gut. Das war aber, nee, das war nicht ganz richtig. Okay. Mitte, oben, unten. Und. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo der Fehler war. Oben, unten. Oben. Naja, das war. Blödsinn. Wobei, naja, nicht mal so ganz Blödsinn. Also wir haben Mitte, dann oben und dann ganz schnell nach unten. Wenn oben ganz schnell nach unten. Ja, passt doch soweit. Fast. War doch fast richtig. Ja. Wunderbar. Kleinen Unterschied. Wir bekommen jetzt keine okkulte Kunst. Sondern den geilen Kerl hier. Ja, pust mich an. Oh Gott, ja, und der kann auch diese hässlichen Scheißviecher beschwören. Das ist aber nicht das Einzige, was der Gute kann. Das, was er am besten kann, ist abhauen. Und rate mal, was wir machen dürfen. Wir dürfen hinterherlaufen. So, ja, nervt nicht. Die könnt gar nichts. So, haut ab hier. Wo ist denn jetzt hier der Weg? Gut, hier? Ich hoffe, ich weiß es noch. Bei Gott. Da oben, ja, da oben ist dann nämlich der erste. Genau, das erste Mal. So. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Und das müssen wir jetzt dreimal machen. Das heißt, wir müssen den jetzt dreimal hier durch den verkackten Wald folgen. Ich sag das einfach mal so böswillig, weil wir haben keine Karte. Es ist recht verwirrend. Und zwischendurch macht er eher, genau, holt er immer seine Kollegen hierbei. Und ja, irgendwo ist er. Oh, sind die. Die sind auch noch schnell, die nervigen. Klopfig-Kack-Dönsteile hier, whatever. So, ja, und jetzt weiß ich nämlich schon nicht mehr, wo er ist. War er beim zweiten Mal hier? Man hört ihn, glaube ich, auch. Wenn er da rum, trötet. Aber ich weiß nicht. Also wir müssen insgesamt dreimal machen. Und ich bin über die Reihenfolge gerade nicht sicher. Beim ersten Mal ja, aber mit ganz viel. Oh. Warte mal, wir können doch hier auch sicher. Naja, theoretisch ja, aber. Ja, tschüss, geht mal. Ja, spring runter. Ja, und versuch hochzuspringen. So, gucken wir gerade mal hier oben. Ich bin mir da echt nicht ganz sicher, ob der jetzt hier oben ist. Aber man hört ihn zumindest ein bisschen. Ach ne, jetzt kommen die wieder. Ist das ein Kack. So, und das ist eine Stelle, die ich gerade auf unter Gegner hier sehr, sehr nervig finde. Die sind nicht schwer, die sind einfach nur zeitraubend. So, geht's hier irgendwo lang? Nein, geht's... Nee.
Gut, hier bin ich falsch. Das hat also schon so schon mal nicht geklappt. Ja, hier ist er. Irgendwo hier. So, das bringt so nix. So, weg hier mit euch. Gut, ich mache an der Stelle... Ja, ich würde jetzt gerne einen Cut machen. Das werde ich auch gleich machen, nachdem die Viecher hier weg sind. Und im nächsten Part werden wir uns dann um die restlichen Gegner kümmern. Denn hier oben haben wir den auch gleich. Wunderbar. Gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dann.